Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Catherine. Ich bin es, euer MC Muffix. Ja, im letzten Part waren wir mal wieder in unseren Albtraum unterwegs. Und zwar bei der Wendeltreppe. Haben die drei Level jetzt geschafft, die ersten drei Level, und jetzt kommt das finale Level. Davor müssen wir aber, wie gewohnt, noch eine Frage beantworten. Schauen wir mal, was die mysteriösen Stimmen uns jetzt wieder fragen. Hallo. Es scheint, du hast überlebt, just as I predicted. But this level won't be overcome just through experience. You'll need luck as well. I see something special in you. Like the man who climbed this entire tower long ago. So somebody got out of here before. I'm gonna do even better than he did. There's more than one person depending on me now. This is the 13th question. Is it acceptable to marry someone based only on wealth or power? Nee. Also hier muss ich auch wirklich ganz klar Nein sagen, weil da muss ich wirklich nicht lange nachdenken. Das ist einfach so, ja klar, einfach Nein. So that's your choice. All right, let's get going. You've come more than halfway up this level. After two more trials, it will end. You will then be at the cathedral. It doesn't matter where I am anymore. I'm gonna keep climbing until I've reached the goal. I'm gonna take care of everything tomorrow. After that, I'll finally be able to tell her how I feel. I'm gonna finish climbing this thing tomorrow and move on with my life. Tja, das ist die Hoffnung. Denn wie gesagt, jetzt kommt noch ein Level und dann kommt die Kathedrale. Das wissen wir ja alle. Und dort hat Vincent, wenn er sie wirklich schafft, einen Wunsch frei. Und ich hoffe einfach mal, dieser Wunsch wird sein, dass er hier mit seiner Catherine McCall zusammenkommt. Nicht mit seiner Catherine mit C und auch nicht mit dieser Catherine von dem anderen Typen, von dem Schaf, mit dem wir gerade geredet haben, von dem ich nicht den Namen weiß. Der Steve, der ist Steve. Und ja, macht irgendwie keinen Sinn und es gibt viel zu viele Catherines in diesem Spiel. Das ist echt so, es gibt viel zu viele Catherines. Naja Leute, wir sind beim vorletzten Abschnitt angekommen. Ich glaube, das Spiel wird bald bei seinem Ende ankommen. Naja, schauen wir mal, die letzte Herausforderung, bla bla bla. Ich höre nicht mehr zu, was er sagt, das interessiert mich hier. Und jetzt schauen wir mal, was uns jetzt erwarten wird. Ah, kein Endboss. Das ist praktisch. Oder, ach, warte. Ah, ich habe jetzt nicht gelesen, ob das die finale Etage ist. Okay, vielleicht hätte ich dem doch zuhören sollen. Was ist denn das für ein... Oh nein. Ich sehe gerade schwarz bei dem Level. Was ist denn das für ein Level? Okay. Ich sehe Blöcke. Ich sehe Hoffnungslosigkeit. Und ich sehe, dass ich gleich aufgeben werde. So, können wir den da vielleicht mal hinschieben. So, bringt mir komplett nichts. Das ist schon mal sehr gut. So, dann können wir so, dann können wir so, dann können wir so, dann können wir so. Ihr seht schon, ich habe gerade keine Ahnung schon wieder, was ich machen soll. Ich will doch nur aus diesem Albtraum raus. Und es ist wirklich ein Albtraum. Was kann ich denn jetzt hier schon wieder machen? Ich kann doch hier schon wieder nichts machen. So, ich kann den da hinschieben. Dann soll der gefälligst runterfallen, dann kann ich auch den da hinschieben. So, dann kann ich jetzt... Wartet. Ich kann den wegschieben. Dann kommt der schon mal um 1 runter. Dann tue ich den da hinschieben. Nein. Dann tue ich den da hinschieben. Kann der zufällig schräg klettern? Nee, man kann nicht schräg klettern. Das ist scheiße. Ansonsten wüsste ich, wie es geht. Okay, dann weiß ich doch nicht, wie es geht. Nein, ich will die wegschieben. So. So, jetzt haben wir irgendwie eine Treppe. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich hier wirklich nur ansatzweise hochkommen kann. Ich meine, alle Blöcke sind ja eh schief. Das heißt, ich kann da doch gar nicht hoch. Ehrlich, das blödeste Kacklevel, ey. Jedes Level wird wirklich bei jedem Abschnitt echt immer schlimmer. So, jetzt ist er runtergefallen, okay. Okay. Bringt mir komplett gar nichts. So, dann kann man den da hinschieben. Dann fällt er jetzt nochmal runter, okay. Hat mir wieder komplett nichts gebracht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, wenn ich den da hinschiebe, dann fällt er runter. Bringt mir auch, glaube ich, nichts. Ich weiß halt wirklich nicht, wohin ich die schieben soll. So, ich kann den doch dahin schieben. Jetzt ist das auf mich draufgefallen. Das ist aber nicht so schön. Ah, ich schaue gleich in der Komplettlösung nach. Ich bin nur stolz auf mich. Ich habe bis jetzt noch nie in einer Komplettlösung nachgeschaut in diesem Spiel. Und so verzweifelt, wie ich dieses Spiel spiele, ist es schon irgendwie beeindruckend. So. Das. Jetzt bin ich schon mal hier drauf. Ja!
Ich hab's kapiert. Ich muss den Block nicht da anschieben. Ich schiebe ihn einfach dahin. Dann schiebe ich den Block dahin. Dann schiebe ich den Block dahin. Nein, jetzt fällt er gar nicht runter. Ah, dann müssen wir erst den Block dahin schieben. Dann den Block dahin. Und jetzt kommen wir so und jetzt kommen wir da. Jetzt sind wir schon mal hier. So, drehen wir mal die Kamera. Bringt nichts. So. 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 Ey, da oben ist schon das Ziel. Zu gut. Zu gut. Oh, nee. Okay, so. So, 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 so. Ich versuche ja schon wieder irgendwie zu tun, als ob ich irgendwas wüsste über, über dieses Level. Was nicht der Fall ist. Okay, ich muss jetzt nochmal von ganz neu anfangen. So, wir ziehen jetzt erstmal einen Block dahin. So. Hä? Warum fällt es da nicht runter, wenn ich da einen Block hinziehe? So. Erstmal. Nee. Erstmal einen Block dahin. Jetzt fallen die aber nicht runter. Ich hasse dieses Level. Ich hasse eigentlich jedes Level irgendwie in letzter Zeit. Ganz ehrlich, die sind alle grässlich. So. Ja, dann kann ich den wegschieben, aber es bringt mir halt nicht, weil dann habe ich ja gar keine Chance mehr. Jetzt bin ich schon mal hier oben. Jetzt bin ich ein Popling-Block weg. Ein kleines Blöck. Ein kleines Blöcklein. Dann bin ich weg. Ich will doch nur hier noch raus. So, ich kann mich da fallen lassen. Bringt mir das was? Nee. Und ich kann die den Blockturm auch jetzt hier nicht mehr kürzen. Denn wenn ich den kürze, dann falle ich ja eh hier weg. Hä? Warum bekomme ich Gold? Ich weiß es nicht. So, wenn ich den da hinschiebe, bringt mir komplett nichts. Wenn ich ihn da hinschiebe, das wär jetzt eine Alternative. Und zwar eine super Alternative. Ja, nee. Geschafft. Geschafft. Nee. Hä? Nein. Ich hab's doch, Spiel. So. Ja. Ah, das lasse ich mir jetzt nicht mehr kaputt machen. So. Boom. Blödes Level geschafft. War das jetzt nicht das letzte Level? Kommt jetzt noch ein Level? Oh, ich will hier raus. Ich will wieder am Tag sein. Am Tag ist es viel schöner. Schauen wir mal. Ich dachte, es ist das letzte Level. Jetzt kommen ja schon 4 Level. Ganz am Anfang waren 3 Level und das hat gepasst. Und jetzt am Ende kommen auf einmal 45 Level hier. Oh, das ist so grässlich. Ja, Speicherspiel. Bitte sag, dass wir raus sind. Bitte sag, dass wir raus sind. Oh, klar, sind noch ein paar Schafe. Ich bin gestorben. So. Hä? Ist gar kein Schaf mehr da. Was ist das Schaf mit der Krawatte? Ist gar kein anderes Schaf mehr da. Sind alle gestorben? Oder sind die alle schon draußen? Dann sind alle tot. Ach komm, ist mir doch scheißegal. Wir sind bis jetzt hier gekommen und da ist mir doch wurscht, was unsere anderen schaffen wird. So, bist du immer noch hier? Das ist aber schön für dich. Damn it. How dare she go to some young bastard? Just watch. I'll get her back. She will be mine. Are you the only one here? Where are the others? They're not all dead, are they? Shut up. Don't talk to me. Sorry. Everyone, I hope you're all right. Ja, ich hoffe es auch. Ich will jetzt nicht, dass alle anderen tot sind. Das wäre jetzt nicht so cool. Naja, dieses Schaf kennen wir. Das ist der Steve, der uns einmal angerufen hat und seine Catherine zurückhaben wollte. Aber es war eine andere Catherine. Ja. Macht alles keinen Sinn. Ich weiß. So, und jetzt. Das soll jetzt gefälligst mal die letzte Frage sein. Ich will raus aus dieser blöden Wendeltreppe. Oh, welcome, little lamb. I see you've survived. Oh, you're doing amazingly. The next trial will be the last one on this floor. So much shit already. Nothing is gonna scare me off now. This is the 14th question. If you had to choose between your best friend and your lover, which would you choose? Gute Frage. Which one? Also, sorry, aber hier muss ich sagen, Bruder geht für Luder. Bro geht für Ho. Sag ich jetzt einfach mal, Freund. Mir ist mir wurscht, ob es die schlechte Antwort ist. Ich sag, Bro geht vor. That's my last one. Now, you're almost there. I'll say goodbye to you here. Only a very small number of sheep have ever reached the cathedral. In this century, you're the first. Ugh.
I hear there are more holy stairs with red carpet at the top of the cathedral. Get there, but don't let go of what's important to you. If you can, then you'll be free. It's important to me. I don't know, but I'll worry about tomorrow, tomorrow. In any case, I'm getting the hell out of here. Now hurry up and take me up there. Well, I'll lead you to the next trial. Wait for me, Catherine. So, dann kommt jetzt das Final-Level. Naja, immerhin kommt es nur in diesem Part. So, jetzt zum allerletzten Mal haben wir diese merkwürdige Stimme gehört. Na, sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, ja, Ereignisse, aber, ja, schön. Meinst mal die böse Antwort, ist mir doch wurscht. Doch, Freund oder Partner. Na, 50-50 Ergebnis. Also wirklich fast 50-50. Naja, Leute, jetzt sind wir wirklich bei der Kathedrale angekommen. Wir haben diesen ganzen Weg geschafft. Schaut euch an, wie viel Level das war. Und jetzt kommt das finale Level, die Kathedrale. Dam, dam, dam. Ja, Vincent, lauf. Wendelkorridor, oberste Etage. Oh mein Gott! Jetzt kommen hier auf einmal Blöcke, die irgendwas einziehen können. Was zur Hölle? Muss ich dich kennen? Will ich dich kennen? Okay, ich will dich eindeutig nicht kennen. Jetzt auch so eklig zu sein. Was macht der? Ich sehe dich nicht. Ah! Ja! Ja, klar! Übertreib's ja nicht! Tu einfach alle Blöcke ziehen, ja, tot. Instant einfach mal. Instant tot, ja. Jetzt macht er erstmal wieder hier Blockfußruder. Schaut euch das an. Seine Maske geht kaputt. Aber mich erinnert dieses Haar an irgendjemanden. Oh nein, bitte mach kein Blockfußrodar mehr. Bitte kein Blockfußrodar. Hä? Warum kann ich jetzt hier schon wieder nichts machen? Jetzt fällt der Block runter. Das ist gar nicht cool. Ich will kein Blockfußrodar. Wer der Shop da? Okay, jemand macht da nichts. Das finde ich nett. Könnte mich jetzt töten, aber das macht er nicht. Das finde ich sehr sympathisch. So, ich verzweifle hier schon wieder. Oh mein Gott. Schon wieder ganz am Anfang des Levels. Hä? Da hinten ist ja eine ganze Reihe. Warum sagt mir das keiner? So kann ich mich da jetzt einfach fallen lassen und lande ich dann da. Wie eine Gazelle lande ich da jetzt drauf. Was wetten wir? Irgendwie kommt es mir jetzt nur so vor, da bin ich jetzt noch weiter unten als vorher. Jetzt geh doch von dieser Drecksbombe weg. Geh doch von dieser... Du bist doch der dümmste, dumme Mensch auf dieser Welt. Ich... Kletter da nach links, 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 links. Was macht der? Oben, unten, oben, unten. Neuer Versuch, hey, Mann. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, alles bricht zusammen, alles ist kaputt, alles ist scheiße. Ja, so sieht unser ganzes Leben irgendwie aus. So, ja, mach deinen Block, Fußroder, ist mir doch wurscht. Fußroder! So. Jetzt ist da ein Block. Wow, ich habe noch nie im ganzen Leben einen Block gesehen. Außer, ja, 1 Milliarde Blöcke, die ich jetzt schon verschoben habe. Hä? Da waren noch Vorblöcke. Naja, wie viel Leben haben wir noch? Noch? 98, okay, sollten wir hinkriegen. Ah, jetzt sind es noch 97. Jetzt könnte es doch ein bisschen knapp werden. Ah, das ist schon echt hart. 97 Leben nur noch. Oh. Da sehe ich leider schwarz für uns. So, neuer Plan. Lass dich mal da fallen. Darf ich wieder irgendwie mich sehen? Mir ist scheißegal, was der mir da mit den Blöcken rumhampelt. So. Jetzt, oh Vincent, die Steuerung ist so grässlich. Nein! Oh, ich hab gedacht, der ploppt jetzt auf mich drauf. So. Fällt der runter, dann bringt mir das komplett nichts. Und jetzt bin ich am Arsch und jetzt bitte gleich seinen Blockfuss oder da machen und dann war's das. Ich muss auf diesen Sprungblock-Ding da. Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. So. Ich sehe mich ja nicht mal so. Ich kann dahin, jetzt gehen die Blöcke runter. Dann bin ich da. Da, 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 da. Mir fällt gerade echt nichts Besseres ein. Oh, ey, dieses Level, ey, da muss ich so nachdenken und ich komme ja trotzdem kein Stück weiter. Wie soll ich einen Block bitte dahinter schieben?
Das ist komplett der falsche Weg. Ja, und jetzt kann ich nicht mehr zurückgehen. Super, jetzt muss ich mich eh gleich töten wahrscheinlich, weil ich eh schon wieder verkackt habe. So, Blockfall, Blockhüpf. Blockfall, Blockhüpf. Blockhüpf, sagte ich. So, Blockhüpf. 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 So. Jetzt bin ich hier und das bringt mir natürlich so viel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel mir das bringt. Denn jetzt kann ich das machen. Nee, kann ich nicht. Ach, warum kann ich das nicht machen? Jetzt ist meine ganze Strategie, die ich nicht hatte, weg. Verdammt. Ja, richtig blöd. So, nochmal. Vincent, jetzt hatte ich... Zurück. Jetzt hatte ich endlich mal so ein... Ansatz. So. Oh, Vincent. Vinci Boy. Böser Vincent. So, oh, warum fällt dieser Block so hässlich runter? Könnte er ziehen? Ah, egal. So, jetzt ziehen wir den Block ein. Block, du bist für mich gestorben. Nein! Warum ist das so ein hässlicher Block? Oh, dachte jetzt hätte ich irgendwas, aber ich habe gar nichts. Doch, ich habe sehr viel, So. Cojones. Nee, so jetzt ich kann ja dann nicht mehr klettern. So, kann ich irgendwie auf diese andere Seite? Och, Vincent, du bist so nervig, weißt du das ganze? Ich klettere den ganzen Tag nach oben und der macht immer seine Links-Rechts-Hüpfer rein da. So, wenn ich jetzt da, dann hält er sich da immer schon mal fest. Das bringt mir zwar komplett nichts, dass ich jetzt hier unten bin, aber Versuch was wert. Doch. Ich kann jetzt nämlich dahin gehen, den Block dahin schieben, dann fällt der runter. Passt. Dann tue ich den jetzt dahin schieben, dann fällt der runter. Passt. Dann tue ich den jetzt wegschieben, dann fällt der runter. Und dann hänge ich jetzt hier an einem Block und kann warten, bis dieses Ding da mich zerfleischt. Sollte ich vielleicht nur überdenken, diese Strategie. So, ich kann einfach hier nichts machen. Das ist schon mal eine falsche Idee. Ist schon mal komplett falsch. Kann ich? Ich kann ja nicht mal wohin klettern. Ich kann den Block ziehen. Warum kann ich von hier eigentlich nichts machen? Das kann es nicht sein. So, kann ich meine Treppe vielleicht ein bisschen erweitern? Warum fällt dieser Kackblock runter? Gibt's doch nicht. So, dann mach mal. Oh, nee, das geht auch nicht. Egal, was ich mache. Nee, das ist weg. So, Ich kann den Block noch da anschieben, dann fallen die jetzt wieder runter. So, jetzt bin ich hier. Wenn ich immer nur wüsste, ob mir das irgendwas bringen würde. So. Vinci Boy, Vinci. Vini, Vidi, Vici. Schieben wir den Block mal dahin. Ich möchte jetzt erstmal dahin. Wenn ich jetzt halt mal sehen könnte, dann könnte ich halt auch mal irgendwie was machen. Aber es geht ja nicht. Ich meine, ich klettere hier zur Seite. Und der geht einfach nicht vor. Ich habe echt keine Chance, hier irgendwas zu machen. Und das ist einfach nur wegen dieser Scheißsteuerung gerade. Das ist echt sehr nervig. Schau dich an. Ich drücke jetzt nach vorne. So. Jetzt drücke ich nach rechts. Und er geht nach links. Komm. Ja! Jetzt sind wir schon mal hier. Okay. Nein. Das ist der Sprungblock. So. Nein. Oh, lass dich gefälligst fallen. So. Oh, bitte ein Checkpoint. Ja, was ist denn jetzt los? Schöne Kamerafahrt. Freue ich mich aber sehr. Jetzt sehe ich ja so unglaublich viel. Ja, was ist denn jetzt los? Spring, Vinci Boy. So. Okay, Leute, wir müssen jetzt einen kleinen Cut machen. Tut mir leid, im nächsten Part versuchen wir dieses Level weiter. Ist echt hart. So, bis dann, euer DamageMFX. Ciao.